Willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster C ist gleich 0 und zuallererst wollen wir uns wieder überlegen, warum dieses Fenster denn so heißt. Und dafür werfen wir erneut einen Blick auf die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung, also a mal x zum Quadrat plus b mal x plus c ist gleich 0. Und nun setzen wir in dieser Gleichung das c gleich 0. Das heißt, wir erhalten damit eine quadratische Gleichung in der Form a mal x zum Quadrat plus b mal x ist gleich 0. Das ist eine Gleichung ohne dem c. Und genau so eine Gleichung haben wir hier in diesem Fall gegeben. Und unsere erste Aufgabe ist es, die Lösungen dieser Gleichung zu finden. Was wir hier zunächst machen können ist, wir können aus den beiden Termen, also 3 mal x zum Quadrat plus 12 mal x, das x herausheben und erhalten damit die Gleichung in der Form x mal, Klammer auf, jetzt habe ich hier 3 mal x plus 12, Klammer zu, ist gleich 0. Und ich kann die quadratische Gleichung in dieser Form hier anschreiben. Um diese Gleichung nun zu lösen, können wir den sogenannten Produkt-Nullsatz anwenden. Dieser besagt, dass damit ein Produkt insgesamt 0 ergibt, muss entweder der erste Faktor oder der zweite Faktor gleich 0 sein. Das heißt, in unserem Fall bedeutet das, damit hier hinten, also damit insgesamt für dieses Produkt, für diese Multiplikation hier 0 rauskommen kann, muss entweder das x 0 sein oder der Ausdruck hier in der Klammer muss gleich 0 sein. Das heißt, wir können diese eine Gleichung in zwei Gleichungen aufbrechen. Und wir erhalten damit die Gleichung x ist gleich 0 oder beziehungsweise der Ausdruck hier in der Klammer 3x plus 12 ist gleich 0. Und damit haben wir auch schon eine mögliche Lösung für unsere quadratische Gleichung gefunden. Eine Lösung ist nämlich x ist gleich 0. Wenn wir hier überprüfen und für das x 0 einsetzen, dann haben wir 3 mal 0 zum Quadrat plus 12 mal 0 ist gleich 0 und man sieht sofort, dass die Gleichung dann erfüllt ist. Nun wollen wir aber noch eine zweite mögliche Lösung der quadratischen Gleichung finden und formen hier um. Das heißt, wir rechnen minus 12, dann haben wir 3x ist gleich minus 12 und wir dividieren durch 3, dann erhalten wir x ist gleich minus 4. Und wenn wir hier nun das minus 4 wieder erneut in die Gleichung einsetzen und kurz die Probe machen, dann haben wir hier 3 mal minus 4 zum Quadrat, also 3 mal 16, das ist 48, plus 12 mal minus 4, 12 mal minus 4 ist minus 48, das ist 48, minus 48 ist 0 und wir sehen wieder, die Gleichung ist erfüllt. Nun ist es unsere nächste Aufgabe, wir sollen die quadratische Funktion f von x ist gleich 3 mal x zum Quadrat plus 12 mal x hier in diesem Koordinatensystem skizzieren. Also den Graphen dieser Funktion skizzieren. Und wie wir bereits gelernt haben, entsprechen die Lösung unserer quadratischen Gleichung genau den Nullstellen von dieser Funktion, also von der zugehörigen quadratischen Funktion. Das heißt, wir können unsere Nullstellen einzeichnen bei x ist gleich 0 und bei x ist gleich minus 4. Wenn ich die hier einzeichne, dann haben wir hier eine Nullstelle und bei ca. minus 4, das ist nur in ich skizziere das jetzt, also hier bei minus 4 haben wir auch eine Nullstelle. Und wenn wir die beiden Nullstellen jetzt mit einer quadratischen Funktion miteinander verbinden und wir wissen auch, die quadratische Funktion muss nach oben offen sein, also eine Parabel, die nach oben offen ist, weil unser a, hier in dem Fall 3, positiv ist. Das heißt, der Graph der quadratischen Funktion sieht in etwa so aus. Das war's mit diesem Fenster und im nächsten Fenster geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.